Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiße Edition. Heute geht's weiter mit der Kampf AG, wie ich es auch in letzter Folge schon angekündigt habe. Hier sind wir dabei und wir machen es heute. Heute geht es los. In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Ja, du siehst ja ziemlich stark aus, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst. Der Herr verschwindet erstmal direkt. Okay. Ich werde ja jeden Tag per Weckruf aus dem Bett gescheucht. Da sind mein Schatz und ihr Pokémon echt gnadenlos. Aber wenigstens kümmert sie sich täglich um mich. Gut. Ja, wir müssen legen los. Heute. Im 46. Stock. Ich muss mir gerade mal kurz. So, was haben wir denn hier als erstes? Den Trainer. Oder Trainerin in diesem Moment. Willkommen, das ist die Kampf AG. Wenn du schon mal hier bist, werde ich dich ohne unnötiges Geschwätz herausfordern. Elfie heißt die junge Dame. Fängt an mit einem Terry Bark auf Level 19. Wir sind Level 17 immer noch mit Ezeba. Dann legen wir mal los. Wir paralysieren erstmal dieses Terrible. Erkannt. Wir gehen drauf mit der Schockwelle. Da unser Team ja vorläufig erstmal komplett ist. Können wir uns jetzt erstmal durchschlagen. Wir müssen dringend mal unser Team wechseln. So, Gunnevil darf erstmal ran. Oder das erste Mal ran. So, ist jetzt mal Sandwirbel ein. Das ist mal so ein bisschen ärgern. Aber bei mir wäre es wahrscheinlich schon 5000 Mal paralysiert. Ich glaube, das könnte gerne wieder packen. Und da greift jetzt erstmal die Fähigkeit Hochmut. Sein Angriff steigt jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen. Bringt aber nichts, weil wir keinen Gegner mehr haben. Oder beziehungsweise sie hat keine Pokémon mehr. Dementsprechend haben wir es hier auch geschafft. So, Supertränke. Das Team muss ihn ein bisschen pushen. Naja, wir können keine Wirkung haben, genau, weil das Pokémon gerade komplett geheilt ist. Und wir können jetzt warten. Was? Eine Betriebsbesichtigung? Oder willst du deine Pokémon trainieren? So oder so, ich freue mich über deinen Besuch und schenke dir das hier. Einen Flottball! Umso früher im Kampf gegen Pokémon, umso effektiver ist dieser Ball. Am besten in der ersten Runde natürlich. Die Freude übermannt mich. Hier noch ein Geschenk für dich. Ein Timerball. Bewirkt genau das Gegenteil. Umso länger der Kampf dauert, umso effektiver ist dieser Ball. Je früher du im Kampf einen Flottball einsetzt, desto höher ist die Chance, deinen Pokémon zu fangen. Timerball ist genau umgekehrt. Je länger ein Kampf dauert, desto höher die Chance auf zu fangen. Genau so ist es. Das habe ich euch ja gerade auch erklärt. Freut mich, dich kennenzulernen. Sieh mal her. Ich bin mit diesem Pokémon hier unterwegs. Okay, das machen wir in der nächsten Folge für die Arena. Heute, ja, nicht der Fall. Er fängt an mit einem Praktikball. Das heißt, es ist mehr ein, mein... ein. Das ist schön, das ist gut. So kann ich mit der, komme ich mit der Dings-Zacke durch. Erstmal das Licht paralysieren. Mein Ganovil kommt da nicht mehr durch. Ihr könnt jetzt so oft Geduld einsetzen, wie ihr lustige Laune habt. Ich ziehe den jetzt runter. So, pack ihn durch. Kann ich angreifen. Seine Geduld bringt mir auch null. So,
Ruckzuck-Hieb-Attacke einsetzen? Dafür ist es nicht. Ich bleib dabei. Ich mach das jetzt genauso die ganze Zeit. Er muss natürlich nur mitspielen. Er muss mit seiner Dings mitspielen. Ruckzuck-Hieb nochmal. Das ganze Ding machen wir nochmal. Das ist Steinwurf, ein Schade, das kann er nicht nochmal paralysiert werden können. Ah, das ist jetzt eigentlich nochmal gut sein. Ja. Und tschüss, Praktibalk, oh Level 18. Endlich mal ein Level Up für EDC. Oh, er setzt Nitro. Er lernt Nitro-Ladung. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Verlagerungssteuerung hat die Initiative natürlich nochmal. Und ist vor allen Dingen eine Attacke, wichtige Attacke, oder könnte eine wichtige Attacke sein in der nächsten Arena. Weil die nächste Arena ist eine Käfer-Pokémon-Arena. Haha, ja, ja. Arti besitzt Käfer-Pokémon. Also Arti, den wir in der vorletzten Folge kennengelernt haben, als wir uns ja mit Team Rocket geholfen, nach dem Sieg gegen Chloe. Dieser etwas hibbelige Typ. Das ist der Erinnerleiter hier von Stratos City. Den machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Leute, machen wir erstmal nur diese Kampf-AG hier. Hab ich eher Bock drauf, weil wir das Team vorher trainieren. Und dann können wir dann irgendwann hoffentlich schön gestärkt den dritten Orden gehen. So, die Jungen haben dann Kies... Oder der junge Herr, Entschuldigung, ist natürlich ein Forscher. Hat einen Kiesling. Oder Mack. So, du hast einen Kiesling und jetzt kriegst mal die Aquakiller rauf, geht ein. Ja, das kann's. Jetzt wird ihm seine Fähigkeit auch nicht mehr fehlen. Oh oh. Oh oh, möchte er. Ja, genau. Der trifft mit seiner scheiß Felswurf-Attacke jedes Mal. Also bei mir trifft die irgendwie immer die ganze Zeit fünfmal. Habe ich das blöde Gefühl zumindest. Das ist nur ein Gesteins-Pokémon. Ich hoffe zumindest. Ja. Dann nehme ich mit dem Kleber noch schnell mal die Erfahrungspunkte. So. Das ist natürlich jetzt beschissen, dass ich jetzt natürlich mein Pokémon verloren habe. Das heißt, ich gehe nochmal zum Pokéstar zurück. Das ist Gott sei Dank rechts nehmen, Mann. Ja, darfst du natürlich gerne fit machen, meine Pokémon. So. Mein, natürlich komme ich bald wieder, da freue ich mich auch schon drauf. Welche Taktik möchte ich? In 46. weiterhin. Weil da gab es ja noch ein paar Kämpfe offen. Das waren noch nicht alle. Aber nicht wieder. Komische Vorschau. Ich glaube, das müssten noch diese drei sein. Erstmal holen wir uns den Pol. Ja gut, den hätten wir uns irgendwo drin. Aber der trifft sich gut, der Beleber. Das ist doch eine junge Dame, die ich das möchte. Fürs Game habe ich mein Talent, das ist für meine Arbeit. Du solltest dich dringend mal...
So, ein Little Minute. Und wir haben ja das Gute jetzt, eine Feuerattacke. Das heißt, wir haben zumindest mal eine Attacke, die dem Pokémon noch wehtun kann. Schön die Initiative steigern. Da kommt ein Megasauger an, okay? Kommst du mit dem scheiß Schlafpuder an? Nerv mich nicht. Das Viech geht mir gerade ein bisschen auf den Nerv, ne? Aber ich glaube, wenn ich Glück habe, kann ich eh zweimal hintereinander jetzt angreifen. Eigentlich noch mal angreifen müssen. Da ist jetzt sehr gut in der Gang, okay? Ist weg. Dann setze ich noch einen Baumwoll ein. Ich bleib drauf, damit ich dann nur eine 19 Meter mitnehmen kann. Kommt auch so eine Attacke. Mega Sauger, okay? So, komm mal. Bombosat. Jetzt gleich die Initiative ziehen. Ja. Aber ich glaube, ich habe mich so hoch gepusht, dass ich, Gott sei Dank, noch gegen angehen kann. Level 19 für die Zeba. Ja, du wirst auch langsam was. Du wirst auch langsam was. Mal im 3 Level zu gewonnen. So, ich muss da wieder meinen Supertrank auspacken. Ich hätte mal bei ihm, wo ich ein Pokémon Center bei ihm neu gekaufen können. So, es müsste jetzt eigentlich nur noch die 2 hier unten sein, oder? Zumindest in dieser Tage. Begegnen sich zwei Angestellte, werden Visitenkarten ausgetauscht. Wenn sich der Trainer beginnen, wird natürlich bekämpft. Begegnen. So, du hast 3 Pokémon. Und zwar fängst du an mit einem Barschuff. Ein Wasser-Pokémon. Das ist natürlich ganz gut, dass wir ein Elektro-Pokémon haben. Er fängt dann mit der Wasserdüse an. Also eine Erstschlagattacke, die kommt in die Ruckzuck-Hieb. Noch ein Wasser jetzt im Moment. Ja, der erste Schockwelle hat gesessen. Die erste Schockwelle hat gesessen. Oh, ich hab mir eine Missattacke. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt kommt er mit so einer Missattacke, wie zermürben. Er hat ja so einen Lack. Und ne, er geht mir, fängt an mit, und ich schrecke durch seinen scheiß Biss zurück. Ja, ich habe auch schon gesehen, Trainerprobleme. Danke. Weg damit. Ganz schön mal weg. So, die Zeba. Hätte ich jetzt gerne nochmal weg gehabt. So. Tausche auf die Zeba wieder zurück. Du kommst mir jetzt nicht mit 3 von diesen Viechern, oder? Du kommst mir jetzt nicht mit 3 von den Viechern. Ich vermute genau, dass das jetzt passiert. Ich fäng damit einmal kurz den Tausch jetzt gerade. Wenn wir danach Level 20, schon mal hin. Ich meine, es gibt 20 Entwickler zu fassen. Ich
Lass mich attackieren, ja? Ja, noch nicht ganz. Doch, er kommt tatsächlich genau mit diesem. Mit dem Müll hier. Mit drei von diesem Parachute. Und die geben gute Erfahrungspunkte, ja. Aber, ein bisschen Abwechslung wäre schon gewesen. Wäre schon gewesen, so. Damit. Komm, mach Schrift. Licht. Level 23, wir haben Level 20 für Ilzeba. Es müsste jetzt eigentlich nur noch ein Trainer sein und der eine Trainer müsste eigentlich da unten stehen. Der Leiter der Entwicklungsabteilung. Ja, zum Dank, dass du unser Betrieb besichtigst. Eine Scope-Linse. Na, ah, okay. Ich dachte jetzt Trainer. Wenn du einem Pokémon eine Scope-Linse gibst, dann landet es etwas Volltreffer. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es jetzt mal was anderes. Ich hätte es vergessen jetzt. Ich hätte es jetzt mit was anderem verwechselt. Mit man sieht Geister oder so. Das ist ja Safe Scope. Das ist was anderes. Können wir. Gehen wir mal Flampion, weil. Könnte es in der nächsten Arena durchhelfen? Ich glaube, wir haben alle, ne? Oder ist das hier der einzige, der noch fehlt? Mit. Ah, genau. Das war der, der uns die Bälle geschenkt hat. Und die haben wir auch schon. Das heißt, wir könnten in den oberen Stock fahren. Der da heißt Stock 54. Also es wäre interessant gewesen, wenn es gewesen wäre, wenn wir wirklich durch 54 Stockwerkkonzerte kämpfen müssen. Das wäre natürlich irre schon gewesen. Super! Wir haben... Wie viele Trainer haben wir? 5? Okay, das bietet sich jetzt an. Wir fangen hier oben an links an, würde ich sagen. Und zwar mit diesem Herrn hier. Was ich für einen Beruf mache, fragst du? Ja, ich trage Pokémon-Kämpfe aus. Den Beruf hätte ich auch gerne. Das ist ja auch ein Beruf. So, du hast ein Flecknoil. Das trifft sich gar nicht mal so schlecht, weil ein Flecknoil hat einen Nachteil gegen ein Elektro-Pokémon. Ja, also wir haben mittlerweile auch schon Level 20. So. Jetzt gibt es eine Nitro-Ladung. Und dann müsste das Ding eigentlich erledigt sein. Jo, vielleicht noch alles down. Und jetzt überholt sich 380 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Mit der jungen Dame hier mal weiter. Hallöchen. Du? Oh, ein Praxisexemplar von einem Trainer. Den muss ich augenblicklich untersuchen. Bitte was? Somnia! Das ist unser Gegner. Oh, sie hat. Vorwarnung ist drin. Das heißt, wir können. Nein, ich wollte es anders machen. Das war jetzt nicht so die Planung. Die Idee, das war einfach jetzt nur. Ich wollte Donnerwelle einsetzen. Um das mal ein bisschen langsamer zu machen hier. So, Schockwelle. Zwei Attacken. Panzer, jetzt kann ich einen Volltreffer kriegen. Und jetzt brauche ich nochmal. Und dann muss es eigentlich doch durch sein, oder nicht? Es sei denn, das Viech heilt sich. Du ärgerst mich gerade so ein bisschen, mein liebes kleines Somnium. Ich finde es immer lustig, dass die gegnerischen Pokémon sich dann erstmal ihre eigene Attackenpalette durchballern.
Und dann packt es mal eben kurz von jetzt auf gleich einen scheiß Psystrahl aus und tötet meinen Helizeba. Du nervst mich. Ja, jetzt fang an, dich zu heilen, ey. Oh, ich hasse diese Pokémon. Wenn die dann eigentlich keine Chance haben, aber dann solche fucking Ideen. Oh, wir können ja noch ein bisschen den Kampf herauszögern. Jetzt. Komm, das machen wir jetzt. So. Flecknoll erledigt ist kurz. Wir müssen natürlich wieder runter. Vermutlich, oder? Mal eine Heilerin hier oben. Nein, wir haben keine Heilerin hier oben. Ich muss wieder zurück zum Pokémon Center. Ich will ja meinen Helizeba dann mal langsam wieder auch ein bisschen auffrischen. Das müsste auch bald Level 21 sein schon. Ich glaube, 26 ist der Gegner. Leute auf irgendwelche Ideen kommen, Fragen und alles drum und dran. Nein, ich werde definitiv kein legendäres Pokémon ins Team nehmen. Also ich werde auch nicht den Coverheld ins Team holen. Ich werde den auch nicht im Kampf einsetzen. Ich denke, so dürfte die Herausforderung einiges höher sein, als wenn ich jetzt mit einem legendären Pokémon ankomme. So macht es dann auch ein bisschen mehr Spaß. Dann einfach sagst, man kämpft mit dem Vorbehalt, mit dem hochtrainierten Team. Und so macht es auch mehr Spaß, als wenn du jetzt ein überstarkes, legendäres Pokémon ins Team nimmst. So, dann haben wir hier nur den Forscher. Oh, ein neues Gesicht. Könntest du mal kurz behilflich sein? Bitte, tu es für den Fortschritt. So, du kommst mit einem Strahlwickel an. Slappy Plus ein. Ein Attacken Plus. Das könnte so reichen schon. Dieses Down ist danach. Das hat kein Step-Bonus, ne? Ist halt. Aber es reicht für diese kleinen Strahlwickel. Weil ich wahrscheinlich in der Arena eher auf mein Feuer-Pokémon gehe. Ja, gehe auf das Feuer-Pokémon. So, wir haben noch einen Trainer, vielleicht sogar zwei. Gerade wollte ich eine Pause machen, aber du flatterst auf einmal herein. Wo ist das manchmal? So. Jetzt kommst du mit einem Grillmacker. Okay. Hast du drei Pokémon, hast du die drei Affen. So, Fadi, sehen wir das ganze Ding erstmal. Das ist ein Erscheiner. Ich habe aber keine Beere dabei. Glaube ich zumindest nicht. Nee, hab ich nicht. Hat sich wieder trifft bestimmt. Fast jeder Wette, dass es fünfmal trifft. Nein, noch nicht. Nur zweimal. Okay. Normalerweise sind die Treffer mal für mich gegen mich fünfmal. Bis noch. Und down. So. Ja, ist nicht ganz. Das ist doch ein Solarmark. Ja.
Na komm, mach's fertig. So. Wir haben halt schon wieder am Folgenden angelangt. Level 21, hier mittlerweile jetzt selber. Das letzte ist ein Digimark, was er noch hat. Ja, draufbleiben. Wir machen mal eine Donnerwelle. Dann habe ich noch das Zeug paralysieren hier, oder der Gegner paralysieren. Boah, das war Panik, warte, Panik! Ja, Elixier wird definitiv versucht. Seine weiterführende Form würde auf jeden Fall dann noch einen ordentlichen Part spielen. Definitiv bin ich mir ziemlich sicher, dass es das noch ein riesen Joker sein wird. Eine am Anfang ist es noch ein bisschen schlechter, aber die Weiterentwicklung hat auf jeden Fall was drauf. Das werden wir auch in dem nächsten Spiel bekommen, in einigen Folgen. Das wird wieder kacke, ne? Oh, das unnötige. Das ist ein unnötiges. Ich zieh den Kampf unnötig in die Länge. Nerv mich doch nicht. Und da kriegt ihr doch noch einen Volltreffer, ne? So. Jetzt ist weg. Die drei Äffchen haben wir weg. Wunderbar. Ich glaube, wir sind auch jetzt durch mit denen, oder? Oh, du bist doch der Pokémon-Trainer, den ich unten am Eingang weggegangen bin. Und jetzt bist du hier. Das spricht für dich. Nun musst du dich dem Stärksten erstellen. Und das bin ich. Ganz recht. Ich bin der Chef hier und dein letzter Gegner. Genau, unser letzter Gegner hier. Bitte, was hat der für einen Ring? Umra-Tüte. Was ist das für eine Mülltüte? Dann, also es ist ein Gift-Pokémon, tatsächlich. Die weiterentwickelte Form sieht immer noch beschissener aus. Glaub mir. Ach, nö. Oh, dann guck mal, du könntest ja noch vergiften und alles so einen Scheiß aushauen. Ja, was ist das für ein Kack heute? Ich damit komm. Oh, ich darf den Gegner nicht verwechseln. So, mal direkt weghauen. Ich hoffe, dass er nur dieses eine Pokémon hat, ansonsten wird das jetzt ein bisschen doch. Ah, nee, da nicht. Okay. Gut, Schiller. Ich muss es ja machen, weil. Das hat er sich bei gemeldet, auch. Ich habe eh keine Chance, nehmen, was für ein Pokémon. Dann mache ich so eine Aktie, ich will so eine Aktie. Die haben wir gegen die Oh Gott. Ding, 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 ding. Eine halbe Ohrfeige da mal kurz in den Krieg, damit die Ohrfeige irgendwie bekommt. Aber ich sehe das Viech so schnell wie es geht, aber mache ich erstmal ein bisschen bewegungsunfähig. Oder mach es langsamer. Sterbschauer. Was sind das denn für Alter? Also Hyperattacken, Alter. Natürlich, du kannst ja
Mit dem Stillschauer-Attacke fast mich komplett runterziehen. Hier so. Ja, du mit deinen scheiß verfickten Kackattacken, ey. Oh. Da kriegst du von dem Viech davon mal Impuls 5 Ohrfeigen miteinander. Das hat zumindest nicht gesehen. Das ist weg. Oder? Reicht das jetzt? Ja, das ist auch zu gehen. Okay, wunderbar. Es ist weg! Ich hab's geschafft, Gott sei Dank, ey. So gerade noch. Aber ich habe schon Schwierigkeiten mittlerweile. Muss ich mal so sagen. Ich wollte unbedingt wissen, was denn für Trainer herkommt. Also habe ich mich als Radiuskraft verkleidet. Das war schon ein großer Spaß. Ja, ein kleines Dankeschön. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn du es annimmst. Genau, das, was ich haben wollte, EP-Teiler. Wir können nämlich unser Team jetzt ein bisschen weiter trainieren. Genau, es ist unverzichtbar, wenn du ein schwaches Pokémon trainieren willst. Das ist, heißt, wir züchten den EP-Teiler. Ich muss gerade was gucken. Wir nutzen das Ding auch, weil wir brauchen Training für unser... Vielleicht mache ich das für Gardevoir. Weil ich kann gerne wirklich in der nächsten Arena einsetzen. Und so kann ich es hochcarryen. Hochziehen. Kann quasi Gardevoir schon fertig machen für die nächste Arena. Weil die nächste Arena, dafür wird es auf jeden Fall gebraucht werden. Spätestens eine weiterentwickelte Form. Ich hoffe, dass ich zumindest bis zur nächsten Arena eine weiterentwickelte Form habe. Weil wir jetzt in die Arena gehen. Beziehungsweise nicht jetzt, in der nächsten Folge, gehen wir in die Arena von Stratos City, holen uns den dritten Orden. Und dann geht die Geschichte auch schon weiter bald. Mhm. So, diesmal denke ich dran, ein bisschen Supertränke mitzunehmen, weil ich brauche auf jeden Fall auch welche. Wir haben nicht mehr so viele. 20 Stück, die kann man auch mal gebrauchen. So, die habe ich Beleber, habe ich keine, ne? Beleber habe ich keine, okay. Das ist okay, so weit. Brauchen wir nicht erstmal. Ein Team noch. Und dann mache ich den Folgenende. Also die Folge ist auch schon wieder so lang genug. Wir sind auch schon wieder bei über 30 Minuten. Ich habe fast jede Folge mit über 30 Minuten. Wir machen irgendwie 30 Minuten. Mann. Muss man mal sagen, wir sind mittlerweile schon in Folge 12. War nicht zu viel? Ja. Da würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Edition. Und dann wirklich, denke ich mal, in der nächsten Folge werden wir die Arena wahrscheinlich sogar komplett schaffen. Bis dann auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.